Hamburg, eine Freitagnacht im November. 140 Kräfte der Bundespolizei bereiten einen besonderen Einsatz auf dem S-Bahnhof Reeperbahn vor. Wir werden Personen durchsuchen und dann werden sich Folgemaßnahmen ableiten. Wir werden auch mit unserer IT-Technik Fahndungsabfragen durchführen. Für diese Fahndungsabfragen werden Laptops startklar gemacht. Ein Eingang des Bahnhofs wird abgesperrt. Heute wird hier nach Messern gesucht. Der Bahnhof Reeperbahn ist eine Waffenverbotszone. Heißt, Messer und andere Waffen dürfen hier nicht mitgeführt werden. Angriffe auf Menschen mit Messern. Allein in dieser Woche wurden 3 neue schockierende Fälle bekannt. Auch ein Polizist war betroffen am Münchner Hauptbahnhof. Vor allem in den deutschen Großstädten sind Messer als Tatwaffe ein Problem. So wie hier in Hamburg am S-Bahnhof Reeperbahn. Deshalb führt die Bundespolizei hier regelmäßig Messerkontrollen durch. Es ist 22 Uhr, eine kurze Einsatzbesprechung. Wir wünschen uns natürlich eine hohe Kontrolldichte, also kontrolliert, was nur geht. Dann haben wir da einen nachhaltigen, guten Effekt erzielt. Dann beginnt die Kontrolle. Der Eingang des Bahnhofs wurde zu einer Art Schleuse umgebaut. Wer vom Bahnsteig kommt, trifft direkt auf die Bundespolizisten. Hier auf der Reeperbahn gibt es ein Waffenverbot und ein Glasflaschenverbot. Deswegen führen wir jetzt hier stichprobenartige Kontrollen durch. 2 Beamte kontrollieren immer eine Person. Jede Tasche wird durchsucht. Dann, es ist 22.38 Uhr, wird das erste Messer gefunden. Die Kollegen haben Ihnen erklärt, dass das hier nicht erlaubt ist, dass das gegen die Hamburger Waffenverbotszone verstößt und dass das Messer hier abgenommen wird und sichergestellt wird. Der junge Mann erklärt, warum er das Messer dabei hat. Zur Selbstverteidigung habe ich öfters ein Messer mit, also nicht zum Stechen sozusagen, nicht zum illegalen Sachen, sondern halt einfach nur, weil das Messer schon ein bisschen breit ist und deswegen kann ich das halt irgendwie dann gegen irgendjemanden schlagen, damit das halt Abstand hält und ich dann weglaufen kann. Kurz darauf der nächste Fund. Dieser Mann hat Marihuana dabei und ein Springmesser. Diese Messer sind in Deutschland grundsätzlich nicht erlaubt. Warum haben Sie ein Messer? Das habe ich, ich würde auch gerne keine Fragen beantworten, ich bin auch gar nicht aufgenommen worden. Aber trotzdem. Wir wissen, dass eine Waffe kommt. Keine Lust. Kein Kommentar von dem Mann. Dies ist eine Übung. Ein Mann hat ein Messer in seiner Hand, mit dem er sich bereits verletzt hat. Er droht, andere Menschen umzubringen. Ihr sollt weggehen von mir! Wir sind in der Polizeischule von Rheinland-Pfalz. Heute wird hier trainiert, wie Messerangriffe abgewehrt werden. In diesem Fall simulieren die Polizeischüler den Einsatz ihrer Schusswaffen, schießen dem Mann ins Bein. Normal ist der Impuls, man möchte dem Opfer helfen. Aber das müssen wir erstmal ignorieren, weil er ist ja noch aktiv, er geht auf uns zu, er ist noch die Gefahr. Er könnte noch weitere Leute verletzen. Michael Schneider ist Ausbilder der Polizeischüler. Er bereitet sie auf Messerattacken vor, mit denen die Beamten im Berufsalltag immer wieder konfrontiert sind. Man merkt schon deutlich, dass es eine Steigerung in den letzten Jahren gibt. Es spielt mit Sicherheit auch die Verfügbarkeit von Klingenwaffen eine große Rolle, dass eben so viele Klingenwaffen da sind, dass vielleicht auch die Hemmschwellen ein bisschen gesunken sind, die einzusetzen. Ein spezielles Training soll die jungen Beamten auf mögliche Angriffe mit Messern vorbereiten. Bei dieser Übung müssen die Schüler in eine Wohnung. Nachbarn haben die Polizei alarmiert. Ein Streit. Mehr wissen sie nicht. Polizei, einmal die Tür aufmachen. Herr Müller, legen Sie das Messer weg. Die ist schuld. Herr Müller, legen Sie sofort das Messer auf den Boden. Die ist schuld. Legen Sie das Messer auf den Boden. Entfernen Sie sich vom Messer. Du bist alles schuld. Der Angreifer hat mehrfach auf eine Frau eingestochen. Sie blutet stark. Eine Stresssituation für die Polizeischüler. Sie müssen den Mann unter Kontrolle bringen und die Frau versorgen. Wenn man jetzt an die Wohnungstür herantritt, dann geht erstmal wirklich der Puls ein bisschen hoch. Man gerät wirklich in diese Situation schon fast hinein. Und dann spielt man eigentlich nicht mehr Theater. Dann versucht man richtig zu agieren, so wie wir es in den Trainings gelernt haben. Wenn Messer dabei sind, dann ist es immer unberechenbar. Und das ist für mich so mit. Oder für uns Polizisten somit die gefährliche Situation eigentlich, die sind überall vorhanden, jeder kann darauf zugreifen. Straftaten mit Messern nehmen zu.
In Baden-Württemberg gab es davon 10% mehr. In Hessen ist es ein Plus von 40%. In Thüringen waren es 41% mehr innerhalb der vergangenen 5 Jahre. Dass Polizisten trotz Schutzkleidung bei einer Messeattacke schwer verletzt werden können, zeigt die nächste Übung in der Polizeischule. Ein Polizist hier im weißen Overall wird attackiert. Ein roter Filzstift ersetzt das Messer. Die Polizeischüler müssen lachen. Doch in der Realität hätte diese Attacke den Beamten schwer verletzt. Überall Schnitte. Ich habe 2 Halsschnitte setzen können. Da haben wir noch 2. Und massive Treffer. 2 Stiche im Nierenbereich. Ja. Alles hier in dem Bereich. Das ist sogar unterhalb der Schutzweste. Da ist so gut wie kein Schutz. Wenn wir Glück haben, wird der Einsatzgürtel erwischt. Dann sind wir auch schon im Organbereich drin. Also es ist nicht ungefährlich, diese Verletzung eher sogar schon einzuschätzen als lebensgefährliche Verletzung. Zurück bei der Schwerpunktkontrolle Messer auf dem S-Bahnhof Reeperbahn. Inzwischen ist es 23.26 Uhr. Immer mehr Messer werden gefunden. Hier haben wir ein Butterfly-Messer, das grundsätzlich verboten ist, überhaupt zu besitzen und auch zu führen. Dieser Mann ist ebenfalls kontrolliert worden. Bei ihm wurde dieses Taschenmesser gefunden. Das ist kein Messer, das sieht wie Messer aus, aber öffnen Sie das und suchen Sie ein Messer. Der Mann ist sich keinerlei Schuld bewusst. Doch auch solche handelsüblichen Taschenmesser sind hier verboten. Klare Ansage von der Polizei. Ich diskutiere jetzt auch nicht mit Ihnen. Okay? Ihnen ist eigentlich bekannt, dass hier eine Waffenverbotszone ist. Das Taschenmesser wird eingezogen und später vernichtet. Die meisten der Messer heute werden bei jungen Männern gefunden. Einige von ihnen sind noch minderjährig. Doch auch Frauen werden heute im S-Bahnhof Reeperbahn kontrolliert. Aber ja, es ist natürlich nervig, wenn man irgendwo hin muss und hier dann aufgehalten wird. Genau. Nervig, aber offenbar auch notwendig, das zeigt das nächste Beispiel. Diese junge Frau hat ein Messer dabei. Als unsere Kameras aus sind, erzählt sie uns, dass sie sich damit sicherer fühlt. Neben Messern werden heute auch noch andere Waffen gefunden, zum Beispiel dieser gefährliche Teleskopschlagstock. Das ist natürlich das Verräterische, man sieht es auch in der Hosentasche, weil er so kompakt ist. Aber vielleicht mit einer Drehbewegung, schnellen Bewegung, ist er dann natürlich so ausgeschlagen. Und immer wieder werden Drogen gefunden. Sind jetzt beschuldigt einer Straftat, hier der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Okay, Betäubungsmittelgesetz. Sie haben das Recht, zu der Sache etwas zu äußern. Also Sie können sich dazu äußern, mir was zu erzählen, wo Sie es herhaben, warum Sie es haben. Sie können es aber auch lassen. Haben Sie es verstanden? Genau. Dieser Mann ist derzeit wohnungslos. Ein Messer hat er nicht dabei, dafür Marihuana. Ich brauche medizinisches Cannabis und zwar nicht nur die Mindestmenge 100 Gramm. Ich brauche eine schriftliche Erhöhung auf Kilobasis. Dann, es ist 4 Uhr morgens, endet die Schwerpunktkontrolle der Bundespolizei. In den 5 Stunden wurden am S-Bahnhof Reeperbahn 22 Waffen gefunden, die meisten Messer. Wir haben viele Waffen aufgefunden, viele Messer aufgefunden, viele Betäubungsmittel festgestellt. Das zeigt uns, dass wir in einer gewissen Regelmäßigkeit diese Einsätze durchführen müssen auf der Reeperbahn. Die nächste Messerkontrolle wird bei der Bundespolizei Hamburg bereits geplant.